Ich glaube, er ist nicht der Mann von der grossen Worte oder so. Also er hält da nicht irgendwelche Standpauken in der Garderobe. Er ist so ein grosser Mann. Ich glaube, es lange schon imposant genug. On the ice, I think in English we would say like a workhorse. Which makes him a great captain, is that he's probably the hardest worker on the ice. Also ich bin auch einer, der sehr, sehr schnell, sehr viel schwitzt. Dann kommen wir jetzt zum Schwitzen, wie es soll. Ich glaube, der Messer ist einer, der weh macht auf dem Eis. Der Gegner unter die Haut geht. Der Messer ist einer, der vor dem Goal extrem gut ist. Also vor allem vor dem anderen Goal, also nicht vor mir. Auf Eis, er ist sehr gross und stark. Und vor dem Tor ist immer schwierig gegen ihn zu spielen. Sehr unschweizerisch, wie er spielt. Ich kann sicher auch Folge davon sein, dass er mal ein Jahr da war und das eigentlich dort gelernt hat. Bis jetzt habe ich immer gesehen, dass es immer gefährlich war und ein super Punkt für den Powerplay. Ich glaube, er hat alle Kriterien, die ein Captain sollte und muss haben. Ich glaube, das Team schätzt ihn sehr. Was er gar nicht kann? Ich glaube, mit Stäbli essen kann er gar nicht. Also wir gehen so oft japanisch essen. Und die nehmen jedes Mal Messer und Gabel. Wir sind ja zusammen im Zimmer bei den Auswärtsreisen, die wir haben. Und müssen vielleicht mal sagen, dass er gleich ein bisschen lauter schnarchelt, als er meint.